Hey, willkommen zu einer neuen Folge Die Sims 4. Und ja, in der letzten Folge habe ich ja mal gesagt, dass wir wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das jetzt die Folge war, auf jeden Fall wollen wir mal eine Party veranstalten. Fällt mir fast mein Mikrofon hier um. Entschuldigung. So. Ich hoffe, man hört mich noch richtig. Ich hatte es eben zwar richtig eingestellt und so, aber muss hinhauen. So. Sense wird geschliffen und es wird wieder was abgezogen, weil wir komischerweise mal wieder abwesend waren. Ich habe über 100.000 Energie. Da sehen wir, wird hier zwar aufgefüllt, weil wir schlafen doch gar nicht. Und wir sollten auch mal wieder schlafen. So, müssen wir arbeiten? Nein, wir müssen nicht arbeiten. Das haben wir schon festgestellt. 25% erledigt. Hä? Egal. Auf jeden Fall können wir jetzt aufstehen. Können wir... Bonus haben wir schon gekriegt. Schade. Sollten wir so oft wie möglich mal machen. Wir wollen ein gesellschaftliches Ereignis planen. Mal gucken, was können wir denn da planen. Hat die gerade gefurzt? Alter. Schwarzhalsparty, Inkognito. Kostümparty. Okay, hier haben sie alle nur schwarz-weiß an. Eine Hausparty. Werde zum Stadtgespräch. Mach deine Nachbarn neidisch mit Speisen vom Catering-Service und köstlichen Getränken. Vielleicht lädst du sogar ein paar von ihnen ein. Zu den Gold-Level-Belohnungen gehört ein neues Elektroobjekt. Wollen wir mal machen. Kostet nur 100. So. Gastgeber. Bin natürlich ich. Bam. Gäste. Natürlich laden wir Bella ein. Jenny, oh Mann, die kann uns gar nicht mehr ab, hä? Wer ist Christina? Kenn ich nicht. Dich lade ich ein. Dich lade ich ein, dich lade ich ein. Dich kenne ich auch noch irgendwo her. So, wir haben 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7 Gäste. 2 erforderlich. Wir haben hier 7. Entertainer. No, die könnte uns ein bisschen entertainen hier. Du kannst niemanden für diese Rolle anmelden. Welche Rolle? Du hast noch keine Sims eingestellt. 0 erforderlich, maximal 1. Okay, schade. Also nehme ich dich hier. Was auch immer du entertainen kannst. Nen Mixer. Okay, du. Und Caterer. Nur ich? Hä? Scheiße. Okay, dann übernehme ich das. Dann muss die Gastgeberin sein. Obwohl, das ist auch scheiße. Na gut, dann muss es ohne Caterer gehen. O'Neill Residence. Nehmen wir. Und ich hatte ja mal gesagt, wir wollen uns die eine Dings holen. Ich weiß jetzt nicht. Woher bekomme ich jetzt eine Bar? Hier. Die hier. Die wollte ich eigentlich mal hier draußen hinstellen. Jetzt habe ich dafür aber hier keinen Platz mehr. Was ich total scheiße finde. Dann werde ich hier vorne ein bisschen Platz schaffen.
Ne? Kann ich die nicht erstmal irgendwo hinstellen? Okay, dann erstmal nicht. Hier kann ich das Teil aber hinstellen. So. Das stelle ich hier an den Rand. Dann kann ich mir nämlich das Teil hier hinstellen. Gibt es nämlich hier vorne dann. Da komme ich noch hinter, okay. Und das Teil stelle ich mal irgendwie so hin. Und wir brauchen noch Sitzplätze. Viele Sitzplätze. Okay, Barhocker, Barhocker. Eins, zwei, drei, vier. Mehr passen nicht hin. Schade. Okay, da haben wir 4, 5, 6, 7, 8 Sitzplätze. Hier könnte dann nochmal sitzen, aber naja. Esszimmertische brauchen wir noch einen. Hinten haben wir ja noch Sitzplätze. Zwei Stück. Okay, das geht soweit. Alles klar. Bereit. Für die Party. So, Speisen. Essen. Speisen essen. So, dann werde ich erstmal. Was machen wir denn Feines? Achso. Nein, keine Esslokation. Stopp. Partygröße. So. Mit jemandem von Interesse oder so. Der Teil brennt sogar. Cool. Da kommt schon einer, oder? Gehörst du zur Party? Behaupten Kriminelle super zu sein. Okay, jetzt klingelt es hier. Jetzt muss ich mal ganz kurz meinen Tee und so. Alupaz, Brisham. Und dann nimmt schon jemand meine Geige, was soll das? Sag bloß, das ist die Entertainerin. So, kannst du irgendwas zubereiten? Errungenschaft. Oh, kochen. Alles klar. Und du machst einen Hamburger Kuchen? Scheiße, Entschuldigung. So. Dann haben wir jetzt Kochen auch endlich alles fertig. Warum ist mein Kühlschrank kaputt? Okay, da mixt schon jemand was. Nehmen wir uns mal ein Gericht, essen wir mal was. Mehr Auswahl, freundlich. Oder besser gesagt, Romantik und Flirten. Wir sollen hier flirten. Hat aber irgendwie nicht gezählt. Ah doch, okay. Mehr Auswahl, Romantik, Flirten. Okay. Hier geht's auf jeden Fall schon richtig ab. So, kann ich mit dir auch flirten? Auswahl, Romantik, flirten.
Oh, Jenny? Warum hat die jetzt... Also, die hat keine kurzen Haare. Das sah gerade so aus. Oh. Jetzt soll man vorstellen. Kuchen essen. Ist der Hamburger Kuchen schon fertig? Ja, ein Stück nehmen. Lass mich doch schnell Hamburger Kuchen essen. Nein, hier wird niemand beleidigt. Okay. Na los. Hamburger Kuchen essen. Los, Stück nehmen. Kuchen essen, 4 von 4. Okay. Okay, geflirtet habe ich jetzt auch schon. Genug? Über Träume reden. Oder was ist das? Kunstwerk im Museum betrachten. Vergiss es. Sims gleichzeitig tanzen lassen. Oh, Moment, Moment. Scheiße, brauche ich jetzt wieder ein Dings. Radio. Haben wir nicht. Ne? Hallo? Stereo. Anlage. Nehmen wir die Mini-Stereo-Anlage hier. Moment, habe ich auch Musik aus? Spieloption. Audio. Objektmusik ist aus. Alles klar. Einschalten. Alternativ. Sims sich küssen lassen. Wie kann ich hier Sims küssen lassen? Für komm danken. Zaubern vorstellen. Kennenlernen, für komm danken. Anmachspruch, bla 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 und so weiter. Ich kann hier niemanden küssen lassen, wie geht das? Und wenn ich sie küsse? Hä? Die doch nicht. Heiratsantrag machen. Ich versuche das mal jetzt hier küssen. Was habe ich jetzt gemacht? Mit sich selbst reden noch so? Ne? Wo ist es denn jetzt? Hä? Ich find's nicht mehr, verdammt. Küssen geht nicht mehr. Wange küssen. Bezaubern vorstellen. Sims gleichzeitig tanzen lassen. Ach so. Tanzen. Oh, Sims küssen lassen. Okay. Moment. Hände küssen. Küssen. Küssen.
Bam! Da bist du. Küssen. Achso, das war mit der. Fitnesstechnik reden. Und dann tanzen. Los. Hausparty nicht erfolgreich. Was? Verdammt. Ihr seid Arschlöcher. Habe ich jetzt hier alles so organisiert und bekomme gar nichts. Hä? Wegen Sozialkontakt. Aha. Warum? Was habe ich falsch gemacht? Es war doch eine gute Party. Freundlich zu Marie sein. Kannst du haben. Bewunderung ausdrücken. Also wenn das nicht freundlich ist. Anmachsprüche im Spiel üben. So, der Spiegel ist im Bad. Der ist hier. Na los, komm. Was? Jetzt bin ich wieder kokett, Mann. Jabin, Longitool. Ach Mann, freundlich. Bewunderung, so. Umarm. Wollen wir auch nochmal umarmen? Hier. Oh. Jemanden kennenlernen. Sorry, ich muss dich nicht mehr umarmen. Ich muss jemanden kennenlernen. Aber ich würde mal sagen, ich verreise erstmal. Reisen. Ich muss leider ins Fitnessstudio. Mal ganz kurz aufs Laufband. So, Fitnessstudio haben wir hier. Mal schauen. Damit dieser Wunsch endlich mal erfüllt wird. Wir wollen ja immer noch viele Punkte haben, damit wir uns wieder jung machen können, um nicht zu altern. Das wäre nämlich schrecklich. Obwohl, zwischen jungen Erwachsenen und Erwachsenen wird es wohl kaum bis gar keinen Unterschied geben im Aussehen. Trotzdem wollen wir so jung wie möglich bleiben. Das wäre es, wenn man einfach nicht altern würde. So, wir suchen uns natürlich gleich ein Laufband aus. Auch guck mal hier, Bella ist da. Berglauf. Hä? Okay, ist noch da. Laufband im Fitnessstudio benutzen. Ich dachte schon. Brathähnchen zubereiten. Boah, Alter, renn noch schneller. Sag mal, wann ist denn das hier endlich abgeschlossen? Und wähle eine der Interaktionen. Machen wir mal einen Ausdauerlauf. Oder das hier muss beendet sein. Okay, jetzt ist es. Okay. Oh, Bella. Die stinkt schon.
Würde ich mal sagen, können wir wieder zurück. Achso, hier haben wir sogar Duschen. Dann würde ich mal sagen, duschen wir uns als nächstes. Hä? Okay. Oh, sag mal. Duschen. Und ab nach Hause. Dort kann ich auch schelmisch sein. Und Witze erzählen. Und wann geht's wieder nach Hause? Liegestützen machen? Hä? Du sollst nach Hause keine Liegestützen machen. Nach Hause. So. Macht die da einfach Liegestützen? Das gibt's doch nicht. Na gut. So. Aber naja, wer macht nicht auf dem Heimweg Liegestützen, ne? Jetzt dauert aber wieder viel zu lange irgendwie. Ich habe das Gefühl, wenn ich ein neues Spiel starte und das, den Spielstand lade, geht's viel schneller. Kann ich das Ding auch ausschalten? An Bar arbeiten. Aha. Getränk im Club trinken, oder das kannst du jetzt vergessen. Brathähnchen zubereiten, kannst du machen. Mann, gibt hier viel aufzuräumen. So. Gourmet, oder? Haben wir hier das Hähnchen. Hähnchen Saltimbocca. Nee, das ist nicht. Schönes Brathähnchen. Alter. Nein? Hä? Dann vielleicht doch nur kochen? Haben wir hier Brathähnchen. Apfelkuchen. Hier haben wir Brathähnchen. Freundschaft schließen. Über Träume sprechen. Ich muss mit dir über Träume sprechen. Menzu. Und ich muss schelmisch sein. Freundlich zu Marie sein. Renique was sore. Sickle, Hanif. Bronchi? Dizzy Bob. Und dann kann man schlafen gehen. Mein Computer hast du wieder geschrottet. Geh doch mal an deinen. Was hat der eigentlich für eine Aura? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall ist sie erstmal aktiviert. So, wir pennen. Ach, süß, wie die im selben Bett schlafen.
Es hat mit meiner letzten Freundin nicht geklappt. Zum Glück habe ich mich von der getrennt. Von der alten. Oh, hier fängt es an zu stinken. Forelle Müllerin. Hoppla. Sollte ich vielleicht mal aufräumen. Ich habe extremsten Hunger. Teile plündern. Warum? Auch hier wegwerfen. Und das. Was machst du? Ein Gericht nehmen. Cool. Warum ist mir noch unwohl? Hör auf zu plaudern und iss. Ich muss ja wieder arbeiten, ne? Scheiße, in 3 Stunden schon. Abgeschlossen. Okay. Dann müssten wir aber auch wieder irgendwie befördert werden oder irgendeinen Bonus bekommen oder so. Ich kann aber noch keinen Bonus mehr hier aushandeln. Kochtipps geben. Über Farbtheorie reden. Warum geht's mir scheiße? Ist hier immer noch dreckig? Ausschalten. Warum ist das Ding schon wieder an? Ich glaube, hier ist einfach nicht. Hier das Teil. Hat die Schelmfähigkeit erworben, okay. Was ist eigentlich mit dir los? Wann musst du das nächste Mal arbeiten? Auch heute? Hast du schon was gelesen? 75% erledigt. Dann nochmal etwas lesen. In 2 Stunden muss ich wieder arbeiten. Aufräumen. Das war jetzt nicht aufgeräumt. Aufräumen. Das war auch nicht aufgeräumt. Aufräumen. Kannst du das hier aufräumen? Hä? Alles muss man selber machen. Pass auf das hier. Hä? Hallo? So, beide müssen in einer Stunde los. Alter, dann ist hier gar nichts mehr los. Wehe, du wirst nicht befördert. Du könntest dich nochmal schnell duschen. Ich würde gerne mal wieder neue Bücher schreiben. Habe ich überhaupt mal wieder Geld bekommen? Ja. Die Trolle vom Untergrund, nur 140 Dollar? Also wird es erstmal wieder einen Clown-Massaker als nächstes geben, wie es aussieht. Damit da wieder ein bisschen Kohle rankommt. Warte, komm, Hüfttanz machen wir noch zusammen. Jetzt hat sich das Ding geändert, bevor ich den Hüfttanz machen konnte. Alter! Selbstsicheres Gemälde malen. Mit sich selbst reden. Das kann ich. Das kann ich doch gut, oder? Nee, kann ich nicht. Warum kann ich das nicht?
Na gut, dann gehen wir zur Arbeit. Ich mache hier eine Pause und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann.